Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem U-Boot-Simulator. Wir wurden getroffen, wir haben zwei Schäden an unserem U-Boot und sollen jetzt herausfinden, oder besser gesagt, wir müssen jetzt irgendwie unsere Leute retten, hier hinten die Sektion abriegeln. Der Ingenieur, dem ist nicht zu schwer, der ist unterwegs und holt Ersatzteile und das gucken wir uns jetzt mal an. So, die Leute rennen raus. Die Schiffsschrauben sind immer noch da. Hier ist das Rumpf, ist immer noch da. Herr Kaloy? Der Cola arbeitet immer noch am Ventil. Das mit dem Evakuieren hatten wir ja eigentlich schon gemacht. Jetzt müsste dann gleich hier der Ingenieur... Schiffsschrauben, direkt über uns, Herr Kaloy. Oh, das ist so gruselig. Kapitän? Der... Tanks anblasen! Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Der Ingenieur, der rennt jetzt hier zum Lager, holt die Sachen raus. Sehr gut. West hat die Ersatzteile. Aus dem Lager. Die Reparatur kann beginnen. Markiere ihn und befehle ihm, das Leck an der Evakuierungsluke in der Kombüse zu schließen. So, West haben wir schon ausgewählt. So, und der soll jetzt hier, für diese Reparatur wird ein Ersatzteil verwendet. Die Notfallluke. Ist hier oben jetzt einer eingesperrt, oder was? Ach nee, das ist hier, ist die Dingsluke. Okay. Da sitzt keiner drin, wenn man taucht. Okay. Okay. Okay, gut. So, Notfallluke. Notfallluke, bitte. Sehr wohl, Herr Kaloy. Markiere nun Köhler und schicke ihn zur Pumpe, damit er sie einschalten und das durch das Leck eingetretene Wasser abpumpen kann. Herr Kaloy. So, Köhler. Ventile, Pumpe. Sehr wohl, Herr Kaloy. Da ist also jetzt auch Wasser eingetreten. Aber das sehen wir jetzt wieder nicht. Achso, hier unten sieht man überall dieses Wassersymbol. Okay. Die Pumpe kann das Wasser aus allen Abteilen pumpen, wenngleich sie aufgrund des Druckes in den Rohren im Zentralabteil am effektivsten arbeitet. Momentan besteht dazu zwar kein Anlass, aber in großen Tiefen kann es nötig sein, das Wasser mit Eimern zur Zentrale zu tragen, um es von dort abzupumpen. Ach, du dicker Fisch! Gut! Sehr wohl, Herr Kaloy. Dann werden wir mal hier warten, bis er das Leck geleckt hat. Warum tauchen wir da auf? Hab ich... Entleere die Ballasttanks und tauche wieder auf. Okay, wir tauchen aber schon auf. Naja, wir müssen jetzt möglichst schnell wieder auftauchen, um das zu reparieren hier. Eh klar. Ich glaube, das gucken wir uns mal vom Nahen an, was der hier macht. Guck mal, er hat sogar so ein Schweißding auf und dann repariert... Wechseln auf Dieselmotor! Dann repariert er das wirklich hier im Spiel. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Beim Notaufstieg haben wir zu viel von unseren Luftdruckreserven verbraucht. Wir müssen den Druckluftkompressor verwenden, um sie wieder aufzufüllen. Leider befindet er sich im überschwemmten Abteil. Es ist an der Zeit, die hintere Sektion trocken zu legen. Öffne den Schott und beginne mit den Reparaturen. Vergiss nicht, das Leck am oberen Rumpf zuerst zu reparieren und danach den Luftkompressor einzuschalten. Okay, so pass auf. Das muss ja hier der Herr Dings machen, der Herr Ingenieur. Noch etwas. Bevor du das Schott öffnest, solltest du dem Ingenieur ein Atemgerät aus dem Lager geben. Ohne dieses Gerät kann er keine eventuell nötige Unterwasser durchführen. Okay, wenn es unter Wasser wäre, okay. Gut. Jetzt muss er erstmal hier die Bananen reparieren. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Und nochmal, das ist das erste Mal, dass ich Spiele dieser Art spiele und es ist so, dass man nicht Spiele spielen erledigt. Vorher gespielt. Schaden repariert. Haben können muss, um die irgendwie gut oder schlecht oder sonstiges zu finden.
Mir wurde übrigens auch gesagt, dass es ein anderes Spiel gibt, das irgendwie besser aussieht. Was interessiert mich das denn? Es gibt 1000 Frauen auf der Welt und die eine, die du liebst, da gibt es vielleicht auch noch 5 andere, die besser aussehen. Aber ich kapiere diese Logik immer nicht. Aber gut, ich muss ja nicht alles verstehen. So, der gute Mann hier braucht jetzt als erstes mal kurz eine Atemausrüstung, die wir natürlich im Hauptlager finden. Wo war das nochmal gleich? Das war doch auch hier direkt um die Ecke rüm, oder nicht? Tür. Der ist übrigens jetzt erstmal, der hat jetzt erstmal ihre Bonuspunkte bekommen. Kapitän. So, Hauptlager. Wo sind denn die Atemgeräte hinten? Die waren nicht im Hauptlager, da waren die hier in einem Schrank drin, ne? Aber in welchem? Jawohl. In dem hier? Ja. Ein Atemgerät. Zu Befehl. Und wir sind wieder aufgetaucht. Gut, dann holt er sich da jetzt die Sachen raus. Herr Kaloy? Herr Kaloy? Atemgeräte. Ah ne, 100 hält das. Okay. Und jetzt müssen wir mit dem Kollegen Loch am Rumpf. Wieso wird das von jemand anderem benutzt? Kapitän. Benötigt Ingenieur. Öffne das überschwemmte Abteil. Sollen wir als erstes machen? Herr Kaloy? So, das macht der Cola jetzt. Der soll das machen. So. Dann hat es doch der Cola gemacht. Repariere das Loch. Das muss aber jetzt der Herr West machen. Ersatzteil hat er noch. Wenn wir jetzt natürlich wieder abtauchen müssen, wäre natürlich ein Problem. So, jetzt packt er wieder seine Schweißausrüstung aus. Hier braucht er aber kein Atemgerät, interessanterweise. Hier ist auch irgendwas. Genau, Elektromotor. Sieht. Guck mal hier, Schaden. Einige Gegenstände an Bord wurden beschädigt. Nutze den Ingenieur, um sie zu reparieren. Genau, das müssen wir dann auch noch machen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Hier unten sieht man übrigens dann auch, wie weit die jeweilige Aufgabe schon vorangeschritten ist. Und die lässt sich auch durch Zeitbeschleunigung etwas beschleunigen. Erledigt, Schaden repariert. So, wieder 25 XP und jetzt, nanu. So, repariere der... Zu Befehl. Was ist das hier? Repariere die Druck... Nee, regeneriere die Druckluftvorräte. Und ich nehme an, dazu muss er eben das... Ist das Wasser natürlich durchs ganze Boot gelaufen. Der hier macht Matratzenhorchdienst. Kann der denn... Können wir denn irgendwie das Wasser von Hand jetzt da rauspumpen? Wir müssen sowieso jetzt erstmal die Pumpe einschalten, ne? Hier, Pumpe ein. Und dann das Wasser bitte zur Zentrale.
Das müsste eigentlich richtig sein. Herr Kaloy? Das Reparieren der Pumpen dauert ein bisschen länger. Kapitän? Und der Kollege hier sammelt jetzt immer das Wasser und verlagert das von A nach B. Herr Kaloy. Sehr gut. Wir müssten dann vielleicht auch mal schauen, ob wir die dann aufrüsten können, die Leute. Es blöd natürlich, dass wir jetzt im Moment nur über zwei Leute die Befehlsgewalt haben. Wäre natürlich praktischer, wenn wir da noch mehr Leute mit solchen Aufgaben halt betreuen und beschäftigen könnten. Gerade so Wasserpumpen und so, ne? Herr Kaloy? So, was ist denn hier? Oh, der ist fast fertig. Puh. Erledigt. Fertig. Sehr gut. Und jetzt die Druckluftvorräte regenerieren. Kapitän? Gehen wir hier drauf. So, jetzt ist alles voller Wasser. Werkstatt. Druck. Dieselkompressor. Einschalten. Wo sehen wir die denn, diese Reserven denn im Standardbetrieb? Weil hier oben ist keine Sauerstoffmoral. Normalerweise haben wir doch für alles so eine Anzeige so. Aber hier. Ja, das ist wahrscheinlich die Anzeige, ne, die dafür zuständig sein soll. Gut. Das läuft wieder. Wenn auch sehr langsam. Dann könnte der Typ eigentlich mal helfen, das Wasser rauszukarren, oder? So, bitte mithelfen, das Wasser in die Zentrale zu schleppen. Ja, da ist der Herr Ingenieur sich zu fein für. Jetzt ist die Frage, wie viel an Mindestmaß wir hier brauchen. Und welchen Kurs haben wir überhaupt? Hat der jetzt der Kapitän einfach so festgelegt? Das ist ja auch interessant, ne? Dass hier irgendwie. Sagen wir mal, mehrere Leute dann einfach noch in meinem Handwerk hier rumfuschen. So. Aber schöne Bilder. Das auch beschleunigen können. Das klingt zumindest so. Und dann müssen wir auch langsam das Wasserproblem auch im Griff haben. Können wir halt sehen, wenn wir hier drauf. Ja, das geht relativ zügig. Ich denke, der kann das nicht, weil der nur Ersatzteile schleppen kann. Also wenn dein Ersatzteil, man kann nicht unterschiedliche Teile offenbar im Rucksack haben. Dann ist ein bisschen blöd. So, ja, haben wir doch schon mal eine ganze Runde erlebt, ne? Wir haben also, wir sind unter Beschuss geraten, wir haben eine Erkundungstauchung gemacht und da. Alarm! Auf der Tankstation! Ich schon wieder. Schieße das Flugzeug ab. Kann das der Ingenieur besser oder der? Warte mal, wir gucken uns mal an, was die können. Dazu gehen wir mal hier auf Charakterdetails. Fähigkeiten, Ingenieur. Der Offizier erfüllt alle Klassenvoraussetzungen für die Missionen im Hauptquartier. Engineer Description. Ah ja, das ist sehr aufschlussreich. Was bedeuten hier diese beiden Striche eigentlich? Ich weiß es nicht. Wasser nach Bilge transportieren. Bootsmann, Quartiermeister.
Und hier war die Fähigkeit Befehlshaber und Verbindung auch okay. Gut. Flugzeuge abschließen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt Garderollspiel mit euch. U-Boot-Simulator, wenn ihr nichts verpassen wollt, sehr gerne ein Abonnement da lassen. Das würde mich sehr freuen. Und was auch immer der hier jetzt zu meckern hat. Achtung. Blinkt rot. Gut, wir werden wahrscheinlich dann noch eine Erklärung dazu bekommen, auf was wir da achten müssen. Euch danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und ich habe ein schlechtes Gefühl. Lasst ein Abo da. Bis dann. Tschüss.